Warum nicht mehr Injustice? Ich hatte nicht mehr so die Lust gehabt. So, da waren, sind irgendwie so viele Starke drinne und ich weiß nicht, es war, hat mir da nicht mehr so gefallen. Also jetzt nicht von der Menschlichkeit her, sondern halt einfach so vom, weil da jetzt so viele Gute und Starke da drin sind. Und es hat sowieso alles da so dominiert jetzt mit Justice GW und so. Und weiß nicht, ich persönlich finde es irgendwie ein bisschen langweilig. Ach, und ich dachte, das wäre einfach eine zweite CW Meteor Gilde. War es am Anfang auch. Also am Anfang habe ich auch Juso gesagt, ich gehe erstmal raus aus der Gilde, um CW Meteor zu farmen. Aber ich denke mal, das ist auch so eine Sache, die irgendwie dann aus so einer Situation heraus passiert. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich auch immer noch in Justice drinne gewesen. So. Aber irgendwie war ich dann so draußen und dachte, ach ja, na irgendwie... Weißt du, es ist so ganz cool jetzt so... Gefällt mir eigentlich, und hab dann gesagt, ich weiß nicht, ob ich halt zurückgehen möchte, so denn halt in die Gilde, und da habe ich halt zu Duso auch gesagt, dass ich jetzt erstmal so raus bin, ne? Bevor irgendwie die dann halt die ganze Zeit denken, ich bin halt noch irgendwie dabei, obwohl ich es dann so selber irgendwie denke, naja, vielleicht aber auch nicht so irgendwie, wie gesagt, auch so, da sind so viele Gute und es ist nicht so, dass wir uns, oder ich hatte nicht so das Gefühl, dass wir uns irgendwie gegenseitig brauchen oder ich gebraucht werde oder sonst was so, weil da waren halt mittlerweile mehr als genug starke Leute halt einfach drin, also am Anfang war es halt noch nicht so, da mussten wir halt alle noch so ein bisschen zusammenarbeiten, um Meteor zu klatschen und sowas alles, ne, damit es überhaupt funktioniert. Und jetzt ist es halt eine große, starke Gilde so geworden und ich dachte so, ja, vielleicht mache ich erstmal so mein eigenes Ding, wie so eine Live-Selbstfindungsphase oder so, keine Ahnung. Ja. Und deswegen habe ich erstmal gesagt, dass ich erstmal raus bin. Aber es ist jetzt nicht so, irgendwie, dass da jetzt war, oh, dass da irgendwas passiert ist oder ich so, weißt du, keinen Bock mehr habe oder so. War, hat sich halt irgendwie so ergeben. Würde sehr gerne eine GW-Gilde mit meinem Twink joinen, damit die mal eine Konkurrenz haben. Eine GW-Gilde mit einem Twink? Also, ist nicht meistens immer der GW-Char so der Main? Jedenfalls ist es bei mir so. Also, ich hätte persönlich auch Bock daraus, halt eine GW-Gilde zu machen. Aber dazu, also alleine ist es bei mir halt schwierig, so mit Schichtarbeit und Familie und auch Stream und sowas alles, so eine Gilde zu moderieren, weil ich habe ja auch schon bei Duso gesehen, da gehört einiges dazu, also jetzt nicht nur so das Organisatorische, auch mit den Menschen so zu arbeiten, falls es irgendwie mal Probleme gibt oder auch mit anderen Gilden Probleme gibt, na, da gehört halt auch so viel dazu. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt unbedingt zutrauen wollen würde. Vielleicht stellt man sich das aber auch schwieriger vor, als es ist, weil vieles passiert ja einfach aus der Situation heraus, ne. Ist ja jetzt nicht so, dass ich noch nie eine Gilde geleitet habe. Aber wenn man es halt machen will auf dem Oppi, dann soll... Also wenn man es halt machen will, dann meiner Meinung nach will man es halt auch ordentlich und richtig machen, ne? Kaki ist schon langweilig. Nicht gehittet werde. Ja, prinzipiell schon. Aber dafür bräuchte ich dann halt vielleicht zwei, drei Leute für ein Lead-Team, denen man vertrauen kann, die Ahnung haben und die im Notfall dann auch wissen, was sie tun und das auch leiten können, so, ne? Auch wenn ich ja zum Beispiel eine Woche im Urlaub bin oder sowas, was ja zum Beispiel Ende August dann ansteht und so, dass man halt nicht denkt, okay, die Gilde ist jetzt irgendwie tot und die Leute hauen wieder ab, weil da passiert nichts. Aber so eine Leute muss halt natürlich auch mal finden, so, ne? Oh ja, kann auch stressig sein, denn eventuell ein, zwei vertrauenswürdige Personen mit einbeziehen und Leads switchen. Ja, genau, also wenn man halt so... Wenn ich halt wüsste, okay, ja gut, mit denen, erstmal haben sie die Experience, so, ne, die können alles auch ohne mich grundsätzlich, jetzt sowas, GW, eine Aufstellung, zu sagen, okay, GW findet auch nur statt oder wir stellen uns nur auf, wenn wir halt, mindestens 5 Leute haben und eine RM, aber besser wäre halt so, wenn du halt deine 10 Leute hast mit 2 RMs und sowas alles und halt, auch andere Sachen wie Red Meteoriker denn irgendwann in Zukunft. Ich weiß ja nicht, wird ja wahrscheinlich auch wieder ein Gilden-Dungeon dann eventuell sein, aber ich weiß nicht, ob es ein Party-Dungeon wird.
Es gibt ja auch mehrere coole Sachen. Also ich hab ja auch ein paar Ideen sogar. Also ich habe mich ja seitdem dann auch ein bisschen damit beschäftigt im Kopf, so was man machen könnte. Ich gebe da schon viele coole Methoden. Aber was ich zum Beispiel jetzt nicht so, worauf ich jetzt nicht so Bock hätte, wäre jetzt zum Beispiel wie bei Spielestyle oder so, daraus so eine, einfach nur so eine Sammel-Gilden-Community-Gilde zu machen. So, ne? Also ich würde verstehen, dass viele darauf Bock hätten und gerne rein wollen, denn wenn es so wäre. Aber darauf habe ich persönlich nicht so Bock. Also sollte schon irgendwie eine Competitive-Gilde sein. Jetzt nicht unbedingt nur pur GW, auch natürlich Competitive-PvE-Spieler, ne? Weil Farm gehört da natürlich, ist ja hier das größte Teil vom Spiel. Gerade mit dem nächsten Content und alles. Und ich will halt nicht einfach nur so eine Massengilde, wo jeder rein und nach 2 Wochen ist die Hälfte der Spieler da alle tot, weil die keinen Bock mehr haben so, ne, auf das Game und nicht mehr online kommen. Und es soll halt natürlich schon aus Spielern bestehen, die eine Weile spielen, Bock haben und auch halt wirklich zielorientiert daran gehen an das Game. So. Also ich finde die Community-Gilde entspannt. Genau, und dafür ist ja die Community-Gilde eigentlich auch da. Perfekt für Leute, die nicht GW machen wollen. Genau. Dafür sind ja Community-Gilden halt auch da, so, ne? Dass die halt entspannt sind. Die Leute, die halt entspannt, Casual-Player-mäßig das halt machen wollen. Macht eh keiner GW. Ah. Wie gesagt, das ist halt auch noch so das Problem halt beim GW. Also erstmal ist es halt nicht belohnend, das sind einfach nur Kosten. Wenn du halt competitive spielen willst im GW, dann musst du dir halt die Power-Ups reinknallen, du brauchst ein starkes Equipment und so, damit halt irgendwie da überhaupt Spielspaß hast und gewinnst und so ein ja, Belohnungsempfinden hast, weil du halt irgendwie was geschafft hast, Punkte gemacht hast, Kills geholt hast und sowas alles. Es braucht halt eine Weile, aber du bekommst ja nicht wirklich was dafür wieder. So, du bekommst keine Red Chips, wofür du irgendwie dir was holen kannst oder sonst was, so. Das finde ich so ist noch ein bisschen so das Problem, warum ist halt natürlich viele nicht motiviert. Weil GW ist auch so eine Sache, wenn sich keiner anmeldet, dann hat auch keiner Bock so, ne? Aber umso mehr sich anmelden, umso mehr andere Gilden haben auch Bock so, ne? Also wenn ich sage, oh guck mal, die 4 haben sich angemeldet, dann kommen auf einmal die nächsten 2 und dann sind schon 6. Und wenn dann andere noch sehen, ey, da haben sich 6 Gilden angemeldet, dann melden sich die anderen 4 auch noch an, weil es sind ja auf einmal so viele so, ne? Das ist halt so, wenn der Stein erstmal ins Rollen kommt, dann ist das halt auch cool so. Aber wenn sowieso nur ein, zwei Gilden sich anmelden, dann sagen auch die ganzen anderen, naja, da auf so einen Mist haben wir keinen Bock. Da ist Justice drin zum Beispiel. Die sind sowieso alle zu stark und ja, nee, gegen andere Gilden ist das langweilig, haben wir keinen Bock so. Ich kenne das, 60% der Leute in meiner Gilde sind tot. Oh, RIP. Ja, deswegen will ich auch nicht so eine Community-Gilde oder sowas. Also. Ich bin ja da auch mehr so competitive orientiert und so sollte ja dann, würde ich jetzt eine eigene Gilde verwalten, würde ich das halt auch so wollen, dass halt natürlich die Member und so dann halt auch so ähnlich orientiert sind wie ich in dem Game. Wenn ich das dann irgendwie sagen, weißt du, dass wir dann um Kleinigkeiten dann diskutieren müssten oder sowas, ne, da sollte natürlich der Strang dann gleich ziehen. Und ich dann, wie ich brauche Power-Ups für ein GW und eine Sprintrolle und Grillet-Eel, nee, also. Das mache ich nicht. So, das wäre halt schon so ein Grundprinzip, worüber ich dann gar nicht diskutieren würde und sagen würde, hä, aber wie du willst jetzt GW machen, aber keine Power-Ups benutzen oder so. Das ist dir jetzt schon wieder zu schade dafür. So, ja, das wäre halt dann so ein bisschen, würde dann halt einfach nicht passen. Black Lotus vielleicht vom PvE-Content her. Mittlerweile schon so etwas wie Konkurrenz für Justice. Wie gesagt, ich habe die letzten GWs auch alle nicht mehr verfolgt. Sondern dadurch um diese Uhrzeit selten bis nie online bin. Heute war mal ein Zufall, dass ich dann doch Zeit gefunden habe, jetzt nochmal den Stream anzuschmeißen. Für GW wäre aber auch schon wieder zu spät gewesen. Ja. Hätte schon mega Bock auf GW, aber ich sehe es so wie du mit Arbeit und bei mir ist es schwer, auch mit der fixen Uhrzeit. Ja, die Uhrzeit ist absolut familienfeindlich. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Es wurde ja von der Community irgendwie abgestimmt, aber über die Abstimmung, ja, habe ich schon mehr als genug meine Meinung dazu gesagt. Und scheint die ja auch nicht irgendwie zu interessieren oder nicht relevant genug zu sein, dass sie da nochmal irgendwie was rütteln oder machen oder tun. Ja.
Aber man hat auch keinen Bock, wenn Justice permanent dominiert. Da kann man verstehen, dass sich auch kaum eine Gilde anmeldet. Ja, denke ich auch. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Ist aber schwierig bei der Spielerzahl. Ich glaube, für GW-Fokussierte hätte man echt Totemir gehen müssen. Da sind richtig viele CR gleich stark. Ja, die sind aber auch sehr, sehr, sehr stark. Also da sind halt wirklich sehr viele Hustler, die da alles reinstecken, ne? Das stimmt. Aber ob das unbedingt denn dadurch mehr Spaß ist? Ja, doch. Denke schon. Also eine bestimmte Konkurrenz einfach da ist, die fehlt halt hier so, ne? Klar, dadurch ist es da auf jeden Fall spaßiger als hier. Aber sowas kann man natürlich nicht voraussehen und vielleicht bessert sich das ja noch auf Buru. Ja, wie gesagt, also es gibt ja Stellschrauben, ne, um das halt einfach zu beeinflussen. Ich glaube, eine aus meiner persönlichen Sicht wäre eine Stellschraube, die Zeit zu ändern, weil es war auch abrupt, ich weiß nicht, ob es Zufall war, wo 21 Uhr die GW-Zeit war, haben sich immer 9 bis 10 Gilden angemeldet. So, seitdem sie es umgeändert haben auf 18 Uhr, seitdem ist es halt so, dass 1, 2, 3 Gilden halt sich anmelden. Das war's. Ja, zusätzlich spielt jetzt natürlich mittlerweile auch die Zeit rein, dass sich sowieso keiner mehr, weil es jetzt auch schon so lange so ist, sich keiner mehr damit beschäftigt, keiner mehr Bock hat, weil, naja, Justice ist sowieso OP, die gewinnen das eh. Ich habe kurz zugehört und habe schon länger eine mega coole Idee. Da habe ich auch einige. Die könnten die GW für Gilden ja umsonst machen. Voraussetzung wäre sowas wie zum Beispiel muss Level 100 sein oder so. Man kann im Gildenmeister aufgestellt werden und man selbst braucht kein Equip. Man bekommt vom Game das Maximal-Equip von seiner eigenen Klasse, Power-Ups und sonst alles. So wird der GW voll, man hat Spaß und es kostet niemanden was. Ja, richtig, aber da ist ja das Problem. Ne? Was hat denn Gala jetzt davon, sowas kostenlos bereitzustellen, wenn, klar, wenn natürlich keiner GW macht, weil keiner Bock hat, dann ist es für Gala auch blöd. Aber wenn keiner Holies sich holt, keiner sich Tonnen von Power-Up, Sprintrollen und sowas holt, ist ja für Gala auch Mist. Also ich glaube, das ist für die... Vielleicht so ein Event-Ding, könnte man sagen, wäre sowas eine Option. Aber für einen normalen GW ist das, ich sag mal, die Anmeldegebühr hat ja auch einen gewissen Sinn, weil die Siegergilde und der MVP bekommt das ja so, ne? Das ist natürlich auch ein Ansporn, den GW zu gewinnen, weil du ja das Preisgeld haben willst. Wie es ganz normal in anderen Turnieren auf der Welt ist, bist du ja dann scharf aufs Preisgeld, so. Aber hier ist natürlich eine Sache, das ist so wie, wenn man, weiß nicht, damals Ferrari gegen, Formel 1 mit Schumacher, wenn sowieso mal der gleiche gewinnt, dann hat keiner mehr Bock. Oder so, keine Ahnung. Bester Onkel der Welt. Danke, Schwesterherz. Danke. Also Steamwalker geht es auch sehr aktiv. Denkt CW haben diese schon besiegt. Ja gut. CW besiege ich auch alleine. So, na, das ist ja jetzt keine Kunst. So. CW besiegt jede Gilde schon seit geführt Monaten. Seit einer Woche nach Release. Also CW ist ja heutzutage keine Kunst für eine komplette Gilde. Das ist ja keine Gildenherausforderung mehr.